Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video zu Bloons Tower Defense 6. Heute im Video werde ich einmal den neuen Paragon vorstellen und das werden wir heute so präzise machen, wie wir das noch nie gemacht haben. Weil ich weiß inzwischen, der Paragon oder die Paragone, die verändern sich optisch ein bisschen alle 20 Level. Deswegen werde ich jetzt den Paragon raushauen, dann werden wir uns Stück für Stück hocharbeiten, werden die mit Level 20 einmal sehen, mit Level 40, mit Level 60, mit Level 80. Und dann am Ende den perfekten Affen-Pionier-Paragon mit Level 100 einmal. So, wisst ihr was? Soll ich einen Insta-Affen raushauen? Warum nicht? Wir hauen einen Insta-Affen raus. Wir gehen direkt in die Vollen, dass wir da direkt was Schönes raushauen. Und ja, mein Ziel ist es schon, dass wir jetzt nicht bis Runde 150 spielen müssen, um alles zu sehen. Ich glaube, es ist leicht, einen Paragon rauszuhauen, der ein zu hohes Level hat. Deswegen lieber zu viel Vorsicht als zu wenig. Und finanziell... Wenn wir das hier machen, keine Ahnung. Aber ich werde mein Bestes geben, dass wir so möglichst schnell auf 700.000 kommen, dass wir dann maximal schnell den Level 1 sehen. Bisschen ärgerlich vielleicht, aber wir können die nicht in Aktion sehen. Wir können die nur optisch einmal angucken, aber kämpfen können wir nur Runde 100 zusehen. Weil wenn ich den Paragon einmal beschwöre, dann ist der halt beschworen und da müsste ich ja nochmal von ganz vorne anfangen mit dem Paragon. Verändern sich auch die Geschütze optisch? Das ist halt die große Frage. Aber ist egal. Wir behalten den Paragon im Auge. Wir müssen jetzt hier das alles noch verbessern zu einem Bananenforschungszentrum. Was ein bisschen dauern wird. Das hier kann natürlich helfen, aber das machen wir danach. Ich würde sagen, ein paar Marktplätze hauen wir noch raus zur Hilfe. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Der neue Paragon steht sehr, sehr stark in der Kritik. Viele Leute sind unzufrieden damit, wie der geworden ist. Also übrigens, falls ihr nicht unzufrieden seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo erlassen. Die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben wir gut abonniert. Weil der neue Paragon, der ist unterwältigend. Muss man leider sagen, der ist ein kleines bisschen unterwältigend, wenn man auch überlegt, wie teuer das ist. Also ich zähle mal kurz die Probleme auf, die Leute damit haben. Ich sage nicht, dass ich damit Probleme habe, aber Leute haben die Probleme damit. Problem Nummer 1, der Preis. Mit 550.000 auf leicht und auf schwer kostet der 700.000. Ist der einfach zu teuer. Der ist halt mit Abstand der teuerste Paragon im Spiel. Und für den teuersten Paragon müsste man ja meinen, ist der auch dann der beste Paragon. Und das ist der halt leider nicht ganz. Wie der von den Fähigkeiten funktioniert, ist ein bisschen enttäuschend. Weil sonst alle Paragons waren ja eine Kombination aus einer Stufe 5 Fähigkeiten. Zum Beispiel der Wurfelaffen-Paragon, der verschießt Bälle, aber Plasmabälle. Und der hat die Reichweite und den Speed vom Armbrustmeister. Anderes Beispiel. Der Ninja-Paragon, der wirft Bomben zeitgleich. Der wirft aber auch hier oben die Shuriken. Und zeitgleich hat er eine Slow-Motion-Fähigkeit, die die ganze Zeit an ist und globale Reichweite hat. Also eine Kombination aus allen Fähigkeiten. Das Problem aber beim Pionier ist, der Pionier kann Türme beschwören. Drei Türme, die sehr stark sind. Und außerdem verschießt er selber Nägel und übertaktet sich selber. Also der ist so gesehen eine Kombination aus hier oben Stufe 5, hier Stufe 4, aber ohne den Schaum. Und dazu hier Stufe 1, Stufe 2 und das hat ein bisschen Leute enttäuscht, mich persönlich auch. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben ja spekuliert, was macht der? Hat der vielleicht ein Gebiet und im Gebiet gibt der jeder Einheit den Ultra Boost? Haut der eine XXL-Falle raus, die ein Bett aufsaugen kann? Nichts davon. Der verteilt nicht mal Schaum auf dem Boden. Er übertaktet sich selber dazu noch und der Übertakten-Boost stapelt sich ja nicht. Das ist ja dann komplett sinnlos so gesehen. Und das ist ein bisschen enttäuschend und wirkt leider, muss ich zustimmen, ein bisschen zusammengewürfelt. Dazu gibt es noch ein paar mehr Probleme, zum Beispiel bei den Türmen. Der lilane Turm, der kann keine violetten Ballons angreifen. Also das ist ein Paragon-Turm und dieser Paragon-Turm kann keine violetten angreifen. Und außerdem musst du immer mit der Maus selber steuern, wo der hinzielt, was auch nicht jedem gefallen hat. Und ja, dieser Paragon steht sehr, sehr stark in der Kritik. Und wie eben erwähnt, nicht zu Unrecht. Und die Kritik ist schon teilweise berechtigt. Ich bin sicher, das wird noch gefixt in naher Zukunft. Aber es wäre das erste Mal, wo ein Paragon halt grundlegend verändert wird, nachdem er rausgehauen wurde. Ich glaube aber, diese grundlegende Änderung ist Pflicht. Wenn ich an Pionier denke, dann denke ich halt auch an den Schaum und an die Kisten mit dazu. Wenn wir alles verkaufen, könnten wir gleich schon in Runde 65 den Paragon das erste Mal sehen. Okay, so. Paragon Nummer 1 sieht... so aus. Ja, haben wir schon gesehen. Ist jetzt nichts Spektakuläres, Überraschendes. Steht da halt, der hat schon Türme um sich rum. Aber ja, so sieht der aus, wenn der halt ungeskillt ist. Chance ist übrigens hoch, dass mir die Unterschiede gar nicht auffallen werden. Okay. Stufe 20 wird jetzt irgendwas sein.
Stufe 26. Ja. Die Hände haben sich verändert von der Farbe, ne? Ich mache mal auch immer ein Foto für mich. Ich glaube, das ist leichter, dann die Unterschiede zu sehen. Dass, also, ihr werdet die natürlich sehen, für euch sind die offensichtlicher. Ich glaube, seine Hände sehen anders aus. Sie hat ein bisschen mehr Farbe dazugekriegt und er hat auf dem Bauch so einen blauen Spot, der vorher nicht da ist. Ich mache mal den hier jetzt so, weil Geraldo muss jetzt auch leveln. Der sollte langsam mal Level 20 werden, dass wir die Totems rausholen können. Wir haben im Grunde alles da, um das vernünftig hinzukriegen. Ich kann auch übrigens gerne noch mal über eine Geraldo-Änderung reden. Und zwar, die Genie-Flasche hält nur noch zwei Züge. Und der Klebstoff, der hält auch nur noch 4 Züge. Also nach 4 Runden ist der Kleber weg, egal was passiert. Wobei, ich glaube, es ist klug, wenn wir die Runde durchlaufen lassen, weil dann muss ich nicht immer alles neu platzieren. Weil ich glaube, es wäre super nervig. Ist ja viel Klickerei. Also damit der Paragon halt das höchste Level hat, müsst ihr halt eine bestimmte Menge an Schaden machen, ihr müsst eine bestimmte Menge an Einheiten opfern und die Einheiten müssen eine bestimmte Menge an Verbesserungen haben. Merkt euch einfach 21 Affen raushauen, die verbessern, plus ein paar Totems und das reicht. So, dann machen wir jetzt hier noch eine Falle. Der sollte Level 40 sein. Wahrscheinlich ist er höher. Er ist Level 48. Der hat eine andere Binde um die Augen. Die ist vorher blau, die ist jetzt rot geworden. Seine Hände sehen ähnlich aus im Vergleich zu vorher. Ich sehe halt den einen Arm nicht. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist wirklich die Augenbinde, die rot geworden ist. Jetzt haben wir ja ein Setup, was relativ entspannt ist. Wir brauchen kein Geld mehr, wir brauchen nichts. Ich mache mal einen Flieger und ich transportiere mal den nach oben, damit er den Schaden ein bisschen früher macht. Wir können uns gerne nochmal das mit dem Kleber zeigen. Ich mache mal einen Kleber hier oben hin. Da wird kein einziger Ballon reinlaufen. Und trotzdem verschwindet der Kleber in Runde... Ich weiß nicht genau, ob die Runde jetzt mitzählt. In Runde 88 sagen wir. In Runde 88 ist der Kleber weg, obwohl da keiner reingelaufen ist. Das ist neu. Das ist der Geraldo-Nerf, der groß angekündigt wurde. Finde ich immer noch in Ordnung, im Herzen ehrlich gesagt. Dann noch eine Sache, die habe ich vergessen gestern anzusprechen. Und zwar der Wettstein, der hält nur 15 Runden. Der hielt vorher ja ewig so gesehen. Der hält jetzt nur noch 15 Runden, wenn er einmal draußen ist. Ist er über Level 80? Level 58, okay. So, nach der Runde ist er dann aber wirklich dann, also hoffentlich, jetzt über Level 60. Und sieht jetzt hoffentlich nochmal ein bisschen anders aus. Er sieht genau Level 60. Ich muss übrigens auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie der aussieht mit Level 100. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe bis jetzt nur den ganz normalen gesehen. Level 100, also was heißt normal? Den, den man so halt easy beschwören kann. Aber Level 100 weiß ich nicht. Kann cool aussehen, kann uncool aussehen. Ich habe da kein Wissen drüber. Weil man müsste ja meinen, nach so ein paar Runden, die jetzt vergangen sind, ist der vielleicht nur 3-4 Level höher. Aber ich kann mir vorstellen, dass der jetzt halt dann im Level 80 Sektor hoffentlich ist. In der Nähe. Weil der Schaden ist ja wirklich nach oben gegangen. Er ist Level 72. Ist ein Sprung nach oben. Und er sieht anders aus. Muss man festhalten, er sieht anders aus. Also vielleicht kam die Veränderung dann nach Level 60. Er hat jetzt so Räder an der Seite. Und noch eine Änderung. Bei den blauen Armen ist obendrauf jetzt ein anderes Symbol. Da ist jetzt das Übertakten-Symbol so gesehen, ne? Von das, was er auf der Stirn hat, ja. Und das müsste jetzt auch recht schnell nach oben gehen. Wie gesagt, der Schaden geht hoch. Ich denke, in Runde 110 wird er über Level 80 sein. Und dann in Runde 120... Ja, 103. Wir werden wieder bis Runde 150 spielen müssen. Es liegt einfach in der Luft, ich kann da nichts gegen machen, es wird so passieren. Nach der Runde müsste der nach meinen Berechnungen, die halt einfach geschätzt sind, nach meiner Schätzung müsste er nach dieser Runde über Level 80 sein und müsste dann vielleicht nochmal anders aussehen. 81, ja. Er sieht jetzt definitiv anders aus. Die Hände pulsieren. Er hat einen anderen Kopf, einen anderen Helm. Ich glaube, die Hände ist der größte Unterschied. Die Hände pulsieren, das ist der größte Unterschied. Wir wollen gucken, wie stark der ist. Und deswegen, ach verdammt, wir gehen mit dem bis Runde 120. Hoppala. So, hauen wir mal raus. Und er ist Level 100. Level 100, das ist der Level 100 Paragon. Und überraschenderweise sieht der genauso aus wie der Level 80 Paragon, den wir hatten. Oder? Ich guck's mir gerade an. Da ist kein Unterschied. Nee, da ist kein Unterschied. Okay, cool. Da können wir jetzt auch die Türme beschwören und gucken, wie stark die sind. Ja, der lasert gerade ohne Probleme hier alles weg. Aber habe ich auch nicht anders erwartet. Ihr müsst überlegen, der ist Level 100. Und um mal kurz zusammenzufassen, was dieser Paragon eigentlich kann. Der kann 3 Türme beschwören. Diese Supertürme beschwören alle jeweils diese kleinen lilanen Türme, die wir schon kennen, die bei Explosionen natürlich Schaden machen. Außerdem ist es so, wenn du einen Turm verkaufst oder halt ersetzt, dann kommt eine Explosion. Zack, und diese Explosion macht ebenfalls Schaden. Das ist nett. Die 3 Türme haben 3 unterschiedliche Features. Einer verschießt Feuer,
einer verschießt Laser. Und beim Blauen kann ich bis jetzt immer noch nicht sagen, was er verschießt. Er verschießt Raketen. Also der Blaue verschießt Raketen. Der Paragon an sich hat aber auch noch einen Nahkampfangriff. Und da verschießt er, glaube ich, Nägel sehr, sehr schnell. Und diese Nägel, die er verschießt, betäuben, glaube ich, auch. Ja, können wir es sehen? Ja, er verschießt Nägel. Die betäuben. Sehen wir? Die haben gestunt. Und außerdem hat er auch noch einen Übertakten-Boost, aber wie er natürlich eben erwähnt, oder wie ich am Anfang vom Video erwähnt habe, das ist halt nicht ein Ultra-Boost und ist jetzt auch nicht so krass der Boost in den 90er, also 190er Runden. Und bis jetzt habe ich kein Problem, es geht alles kaputt. Und wenn es kaputt geht, bleibt es halt wirklich auf der Stelle stehen. Also die Level 100 Variante von dem Paragon, die wirkt sehr, sehr ordentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Eisaffen-Pionier eine bessere Einfrierfähigkeit hat. Wie soll der denn besser sein? Und ich musste auch jetzt wirklich nicht viel umzielen oder Position verändern. Seit ich die Position nach unten angepasst habe, gar kein Problem. Null. Mit Geraldo habe ich übrigens auch nichts gemacht. Ich kann ihn sogar verkaufen. Der steht da einfach nur rum. Aber bin positiv überrascht. Ich habe wirklich viel Negatives gelesen dazu. Ah, der ist so schwach, der kann nichts. Nö, also von der Stärke ist der schon sehr, sehr gut. Die Kritik kommt, glaube ich, aber auch eher davon, dass das halt ein Support-Tower ist. Und seine Fähigkeiten sind halt null Supporter. Der ist halt einfach ein Damage-Dealer. Gepanzert. Wir machen mal eine Explosion, zack. Einfach um ein bisschen Schaden mitzunehmen. Wir machen mal noch eine Explosion, wenn die gleich geht. Oh, es kommen zwei, Moment. Noch eine Explosion. Oh, nicht du. Noch eine Explosion. Erster down. Ich greife mal den an mit dem Laser. Wir machen noch eine Explosion, so. Der könnte durchkommen, ehrlich gesagt. Das könnte knapp werden. Nächste Explosion, so. Ja, nee, ist down gegangen, Explosion, zack. Und weg ist er. Nice. Ja, das ist der Affen, Alter, 175 Millionen Schaden. Das ist der Affenpionier in der Paragon-Variante. Wir haben jetzt immer eine Stunde aufgenommen, macht aber nichts. Die Türme sind aber nicht anders. Die sehen ganz normal aus, da hat sich nichts verändert. Cool, Leute, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben, mit einem Abo, mit einem Kommentar, mit allem, was ihr machen könnt, wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir uns aber bis dahin. Bis dahin, Leute, und ciao.